Wenn du zur Station willst, nimm am besten die Seitengasse vorne beim Laden, okay? Der Schlüssel hängt an der Wand. Klar, Schlüssel an der Wand. Check. Ich würde jetzt unten gerne noch mal zum Parkhaus hinlaufen. So die Idee, dass da eventuell noch eine kleine Kiste auf mich lauern kann. Ich bin ja ein Survival-Absucher, ne? Ich weiß ja, ich gucke ja immer überall hin. Ob sich das jetzt hier auch lohnt, ist noch eine andere Frage. Doch, da ist eine Kiste. Siehst du. Hat sich eventuell. Das ist. Hat sich nicht. Oh, toll. Und die kann ich nicht mitnehmen, weil. Kann ich aber noch Blindmunition herstellen. So. Und die Zeit vergeht auch schon wieder. Schön. Stimmt. Hätte ich jetzt nichts gesagt, ne? Ja. Hab's geahnt. Der Schlüssel kann auch weg. Aber heute ist auch so ein Tag so, boah. Da kann man schleifen lassen, ne? Heute Mittag hätte ich auch schon wieder ein bisschen dösen können. Heute Mittag. Ach, da hattest du heute Home Office. Ja. 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 Du, das ist der Hauptgrund, warum ich momentan zu den Leuten fahre. Also. Ja, komm doch mal rum, Mensch, auf eine Tasse Tee. Kind, du, ich muss noch mal eben zu Chris, wieso dein Homeoffice? Hä, was für ein Sinn hat das denn, geilen? Muss man immer einen Sinn haben im Leben. Wir brauchen zwei Shotgun-Schüsse. Scheiße. Hoffentlich infiziert nämlich es nicht zu viele. Sonst machen sie nicht so viel Schaden. Ein bisschen, aber nicht so viel. Dietrich nehme ich jetzt immer mit. Auch privat. Frei nach dem Motto, hebe nie ab vom Acker ohne deinen Dietrich. Du Scheiße, er ist wieder da. Und er hat jetzt einen Raketenwerfer. Raketenwerfer? Echt jetzt?
Ja, ein Raketenwerfer. Ich könnte kurz vorlaufen. Dass die Frau das auch alles überlebt. Man humpelt, aber ist eigentlich gar nicht verletzt. Ist auch interessant. Jetzt? Ah, hier bin ich. Jill, noch da? Ich glaube, ich weiß, wie man ihn aufhalten kann. Komm zurück zur Station. Und führ ihn direkt zu euch? Schon okay. Vertrau mir. Kommt er wieder, ja. Na, hoppla! Das ist verrückt! Mit seinem Laserpointer. Hey, alles klar? Los, los! Komm, vergiss ihn einfach! Komm schon, nichts mehr raus hier! Carlos, ich weiß, wir hatten keinen tollen Start, aber danke für die Rettung. Hey, du hast mich zuerst gerettet. Du bist einiges mutiger als ich. Also, das Ziel ist, dass wir jetzt alle aus der Stadt bekommen. Ja, dann bist du sicher. Feuer und Flamme. Feuer und Flamme. Die haben sich, die mögen sich. Vertrau mir, ich weiß, wovon ich nicht rede. Das weiß ich. Hier haben sie alles verbarrikadiert, auch nicht schlecht. So, Kiste. Kiste. Die rote Kiste. Schauen wir mal, dann kicken wir schon. Was ist mit dir? Wie es aussieht, werde ich die Bahn nicht nehmen. Wieso nicht? Es kommen neue Befehle. Wenn das hilft, die Stadt zu retten, macht mir das nichts aus. Bin bescheuert. Du, die wissen aber noch nicht, dass Umbrella die eigentlich als Testobjekte da in die Stadt gelobt hat. Aber okay.
Gute Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein, die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos, Tyrell, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Bark finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge, sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut, geh ruhig vor. Ich gehe schon nicht drauf und lasse dich in der kalten Welt ohne Carlos zurück. Hm? Okay. Ihr müsst diesen Forscher finden. Sein Impfstoff könnte uns alle retten. Siehst du? Du lernst. Nur dein eigenes Leben ist wichtig. Viel Glück. Abfahrt! Abfahrt! Du glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtischtäter wie Bart noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Warum? Sorgst du dich um deine Kollegen? Oder was anderes? Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tor verschlossen war. Meinst du nicht? Was war das? Nichts Gutes. Wieso ist dieses Arschloch nicht tot? Nein! Lass es! Komm, hier lang! Nikolai, was machst du? Er ist nicht hinter mir her. Nikolai! Runter von meinem Zug, Dreckskerl! Das ist eine Weile her. Die U-Bahn müsste aus der Stadt raus sein. Mit deinem heißen Date? Ach, nee, so eine ist sie nicht. Sie ist ganz anders. Carlos und Jill sitzen auf einem Baum. Ach nee, das war anders. Dann gab es ein Bußgeld. Man glaubt es kaum. Ein Bußgeld? Behalte einen klaren Kopf, Romeo. Hier ist die Polizeistation. Ganz sicher? Sieht mir eher wie ein Friedhof aus. Das ist cool gemacht, finde ich mal gerade so. Ich habe mich schon gewundert, warum man nicht auswählen kann, mit wem man spielen kann. Jetzt haben ich will einfach auch gerne mal auswählen. Nee, das früher in dem ersten Teil so. Ach, scheiße Story, Moment. Red, halt! Die! Ja. Komm schon, Mann! Nicht du auch! Achso, das war. Tut mir leid! Tut leid! Das ist die Geschichte, wie Marvin gebissen wurde. Mist, verschlossen! Bleib bei der Tür! Ich erledige den hier. Komm doch her! Lass ihn! Komm! Wo ist der Kopf hin? Weiß nicht, mir egal. Erledigen wir den Job. Wenn unsere Infos noch stimmen, dann ist Bart im Stars-Büro. Finden wir ihn und nehmen ihn in Gewahrsam. Gewahrsam? Ich dachte, das ist eine Rettung. Carlos, sieh dir das an. Hab das Stars-Büro gefunden. Denk dran, Bart hatte Zugriff auf Umbrellas dunkelste Geheimnisse. Er weiß, dass wir ihn in unsere Gewalt bringen wollen.
Also ist diese Such- und Rettungsmission eher finden und festnehmen. Okay, gut zu wissen. Ich mach's Tor auf, dann kannst du durch. Du bleibst hier und findest raus, was in der Station los war. Ich sag dir, wenn ich was finde. Hey, sei vorsichtig. Ja, du auch, Mann. Was wollte ich gerade sagen? Sag doch mal. Weiß ich nicht. Du hast also auch nicht aufgepasst. Gut. Nee, ich guck gerade hier tatsächlich eine Doku, also mehrere Doku-Teile. Bereich ist sicher. Von Feuer und Flamme. Also Rettungseinsatz von Feuerwehr. Okay. Und das ist ganz interessant, wie die da arbeiten. Aber auch echt krass, wenn da echt eine eingeklemmte Person irgendwie massiv schreit und so, ey. Also eine richtige Real-Doku? Ja, ja. Ja mit ja, richtigen Opfern oder so die gespielten nee, Opfer? Nee, richtige Einsätze. Okay. Das ist selten, dass man sowas sieht. Ja, ist es. Ist es, wirklich. Weil normalerweise haben wir wirklich... Also ich hätte tatsächlich was dagegen, wenn ich einen Unfall hätte und im Nachhinein würde dann gefragt worden, sagen wir, dürfen wir das öffentlich zeigen? Nein, also nein. Beide, also einmal sieht man überhaupt natürlich nichts von der Person. Ach so, okay. Zweitens stand davor, wurde alles genehmigt von den Personen. Ach so, okay. Das ist schon auch sehr gut. Und dann finde ich das in Ordnung. Ja, wenn das vorher angekündigt wird, wir haben uns um alles gekümmert und jeder war damit einverstanden, finde ich auch in Ordnung. Aber es gibt ja echt Dokus, wo du denkst, Moment, ist das jetzt wirklich real oder haben sie es gestellt oder... Das stimmt. Das ist mal eine seltsame Tür. Lass sie. Wir sind wegen Bart hier. Ohne eine Stars-ID geht die nicht auf. War das denn? Das war der Licker. Das war kein Zombie. Okay, geht wieder los. Ablenken lassen durch das Geräusch. Oh Mann, nette RPD-Begrüßung. Bist du da? Da ist was echt Übles hier drin. Keine Ahnung, was das ist. Was echt Übles? Na gut, ich schau mit den Kameras. Pass auf dich auf. Hallo, wer seid ihr denn alle?
geschlossen. Den habe ich offiziell noch nicht. Amt. Jetzt auch so. Jetzt nur. Kopf zu erschießen. Könnte ich die Dinger nur mit Kameras umbringen? Nur in 15.7. Was? 9.15.7. 16.8. Nein, nein, 9.15.7. Merkt ihr das bitte? 9.15.7. Mhm. Völlig richtig. Was solltest du dir merken? 9.15.7. Das ist gut. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Okay. Ein Täschchen. Die Karte wäre schöner gewesen. Aber zu. Carlos, das Stars-Büro ist geradeaus. Verstanden. Oh, verdammt nochmal. Was soll die Blockade?
Lieber nicht. Hm. Okay. Schätze, wir tun's auf die explosive Tour. Aber die Batterie fehlt. Natürlich. Das kennen wir ja schon. Geiler Kommentar, Bagger. Ja. Dafür zahle ich gerne Rundprobieren. Alles echt, nichts gestellt. Ne? Ganz genau. Mhm. Nicht so ein Scheiß wie auf Streife oder Klinik am Südring. Ganz genau. So sehe ich das nämlich. Ja, es, manchmal fühlt man sich, wenn man mal so über sowas stolpert, echt verarscht. Ja. Ja, aber finde ich total, total cool, dass ich das gefunden habe. Nur ein WDR-Doku. Oh. Ich glaube, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Definitiv. Einfach so? Naja, es war ein Licker, der kam mir in den Weg gesprungen. Das ist ja lecker. Nee, Licker. So. Achso. Das ist so einer, der lickt. Hm. Wer übers Gesicht. Jetzt steckt ihr auch gerne mal die Zunge in offene Wunden. Oh, geil. Meins. Komm zu Papa.
Ich vorher mal speichern. Sicher ist sicher. Carlos, ich bin fertig mit dem Computer hier. Ich komme zu dir. Verstanden. Schnell weg. Oder was hast du? Ja, verdammt. Ich werde schon wieder attackiert. Einfach so. Ohne zu gucken. Und mit meinem zufälligen Schädelspalter, Spritz und weg. Komm ich klar. Spritz und weg? Mhm. Finde ich cool. Mann, beliebt sein ist hart. Hoffentlich geht das mal gut. Och, leck mich doch eine Füße. Was habt ihr denn für ein Problem? Muss ich tatsächlich noch ein Erste-Hilfe-Gedöns nehmen, weil ich mich so oft attackiert habe hier. Dr. Barth. Oh Gott sei Dank. Weißt du, wie lange ich schon versuche, jemanden zu erreichen? Keine Sorge, wir holen sie da raus. Wo sind sie jetzt?
Gefangen in einem verdammten Krankenhaus, von allen möglichen Monstern umzingelt. Hm. Hör zu, schicke einfach die Stars, die wissen, was zu tun ist. Nein, negativ. RPD ist auch überrannt. Dann lass dir was einfallen! Umbrella ist durchgedreht, die bringen all ihre Forscher um! Ich bin der Einzige, der weiß, wie man den Impfstoff gegen die Zombies herstellt! Du kannst also da mit der Hand in der Hose rumsitzen, oder? Jemanden schicken, der mich hier verdammt nochmal rausholen kann! Der gefällt mir. Ja, dachte ich mir. Du hast ihn gehört. Wir können ihn nicht der Firma übergeben. Das entscheiden nicht wir, sondern Mikhail. Ich sehe mal im Computer nach und schaue, ob ich den Doc orten kann. Moin Mojo, falls du noch da bist. Ich habe die Chatnachricht jetzt gerade erst auf dem Handy gesehen. Falls du noch da sein solltest. Hallo. Ist das Jill da vorne? Ich hab keine ID-Karte. Sie gerne haben. Speichern. Ja, was ist? Jemand verletzt? Jill? Ach, Scheiße. Halt, was? Jill! Jill, was war das? Sag was! Zieh, ich muss los. Tu, was du musst. Ich kümmere mich um Bart. Hm. Ich dachte, die Folge geht noch länger. Etwa nur ich überlebt. Nur Nikolai auch. Kann ich auch.